Winter Tabak 2016, zweiter Einstieg am Stand von der Fifth Avenue. Gesprächspartner Norbert Schelkle, Gesprächspartner in Sachen Mini Cubanos. Und da passiert ja in den letzten Wochen eine ganze Menge. Yeah. Kann sich der Chef dieser Dinge überhaupt noch konzentrieren? Ja, ist schwer. Aber ihr habt ja freundlicherweise auch darüber berichtet. Wir haben wirklich in der Tat sehr viele Neuigkeiten. Alleine 3 Limited Editions, angefangen von Romeo über Koiba, Mini und Club und die Club 50er in der Holzkiste. 2 ganz neue Produkte im Sortiment, diesmal auf der Intertabak vorgestellt, die Koiba Short. Ein kleines Zigarillo, Länge wie die Mini, Durchmesser erheblich dicker. Ich sage dazu eine super Mini, wir erwarten uns sehr, sehr viele davon. Und die Monte Cristo Open haben wir auch vor ein paar Monaten eingeführt. Also jede Menge. Ich hoffe, unsere Kunden sind damit nicht überfordert. Ja, schon ein Thema auf der einen Seite, dass der Fachhändler mit diesen Produkten klarkommt, das Angebot in seinem Ladengeschäft auch entsprechend unterbekommt. Auf der anderen Seite aber auch den Endverbraucher entsprechend informiert. Was gibt es denn Neues? Was kann ich jetzt euch präsentieren? Hier präsentiert ihr das gesamte Paket, denke ich mal. Ja. Kommen viele Rückfragen jetzt, wie man das dann nachher im Geschäft selber vermarkten kann? Ehrlich gesagt, ich habe noch gar nicht viel Feedback gekriegt, weil ich habe jetzt einen Haufen Termine gehabt. Das sehen wir erst, wenn die Messe zu Ende ist und dann setzen wir uns zusammen und gucken uns an, was an offenen Fragen ist und was wir noch machen müssen. Man kann immer Dinge besser machen. Ist dann die Entwicklung Minis zum Beispiel darauf zurückzuführen, dass das Rauchverbot eingetreten ist, dass wir kürzere Rauchzeiten haben? Aber es ist ja nun eigentlich eine weltweite Entwicklung. Und gehen die Kubaner auf sowas ein? Ja, man sieht ja, dass sie immer wieder Neues entwickeln. Auch die Geschichte mit der Koiba Short, auch wenn wir da mit federführend waren mit dieser Idee, auch eine Monte Cristo Open in den Jahren davor, eine Koiba White. Ja, man versucht schon, das Sortiment auszuweiten. Minis liegen im Trend, die kubanischen Minis besonders. In Deutschland schätzen wir, dass der Premium-Zigarillo-Markt in den letzten Jahren nicht gewachsen ist. Aber wir seit 2008 haben durchschnittlich eine Wachstumsrate von 6%. Das kann sich durchaus sehen lassen. Auch für dieses Jahr gehe ich davon aus, dass wir mindestens 5-6% machen. Und mit den ganzen Neuheiten im nächsten Jahr wird der Zuwachs sicherlich so anhalten. Vor allem gespannt bin ich drauf, wie sich diese neue Koiba Short entwickeln wird. Das Produkt macht mir schon jetzt sehr viel Freude und bin sehr gespannt auf die Zahlen. Und ich hoffe, dass unsere Kunden auch so viel Spaß damit haben werden. Also so strahlend, wie du mir jetzt gegenüberstehst, kann ich mir vorstellen, wirst du dann auch stehen, wenn du die Endergebnisse auf dem Tisch hast. Ich denke schon, dass die Unterstützung sich im Fachhandel auszahlt und dass die verschiedenen Verkaufsförderungsaktivitäten auch euch wirklich die entsprechenden Rückmeldungen bringen. Wir sind gerne dazu da, das auch zu unterstützen. Wir machen ja ein paar Geschichten gemeinsam. Mhm. Und ich hoffe natürlich, dass ihr mit all den Produkten jetzt zum Jahresendgeschäft richtig nochmal zulangt und dass die Kasse dann so voll ist, dass weitere Aktivitäten starten können. Das waren wir. Vielen Dank.